Hallo, hier werde ich anhand eines Beispiels zeigen, wie man einen Konvergenzbeweis für eine mathematische Folge führt. Dabei versuche ich, besonders auf die Struktur der Lösung einzugehen und diese in drei Teile zu gliedern. Um die Konvergenz einer Folge zu zeigen, betrachten wir nochmal die Definition. Bekanntlich ist diese so formuliert: Es konvergiert eine Folge a_n gegen einen Grenzwert a genau dann, wenn für jede betragsmäßig noch so kleine reelle Zahl epsilon es eine natürliche Zahl groß n gibt, sodass ab dem groß n-ten Folgenglied der Abstand zwischen der Folge a n und Grenzwert a kleiner als epsilon ist. Diese Definition der Konvergenz gibt uns die Beweisstruktur dann schon vor. Wir betrachten eine beliebige reelle Zahl epsilon größer 0. Diese muss ja bei unseren Beweisschritten einen beliebigen Wert annehmen können, denn sonst wäre der Beweis nicht für alle epsilon größer 0 gültig. Wir wählen dann eine natürliche Zahl n und begründen gegebenenfalls, warum diese existieren muss, doch hierzu später mehr. Anschließend betrachten wir eine beliebige natürliche Zahl klein n, die größer als unser gewähltes Groß n sein soll. Zuletzt zeigen wir dann durch Umformungen, dass der Betrag der Differenz von dem Folgenglied a klein n und Grenzwert a kleiner als ein beliebiges Epsilon sein soll. Wir wollen diese Struktur nun anhand einer konkreten Beispielaufgabe beleuchten. Konvergiert die Folge a n gleich 3 plus 1009 n durch 5 plus 0,5 n? Und wenn ja, gegen welchen Grenzwert? Zu dem Lösungsweg gibt es nun drei Schritte. Zunächst versuchen wir, den Grenzwert der Folge zu bestimmen. Dann versuchen wir, die notwendigen Beweisschritte auf einem Schmierblatt festzuhalten, damit wir letztendlich den Beweis nach der vorher gezeigten Struktur formulieren können. Um den Grenzwert zu finden, fragen wir uns, ob die Folge an ist 3 plus 1009n durch 5 plus 0,5n überhaupt konvergiert und falls ja, was der Grenzwert ist. Hier gibt es dann verschiedene Herangehensweisen. So kann man versuchen, die ersten Folgenglieder auszurechnen und schauen, ob man ein Muster oder einen Grenzwert erkennt. Wir sehen hier, dass die Folgenglieder von a1 bis a10 immer größer werden. Wir können aber hieraus keine Schlüsse auf die Konvergenz der Folge ziehen. Anders sieht es aus, wenn wir sehr große Folgenglieder berechnen. So ist a1000 ungefähr 1998, a10000 2015, das Folgenglied a100.000 schon fast 2018 und der Abstand von dem millionsten Folgenglied von an und der Zahl 2018 ist noch mal geringer. Dies können wir auch an der Grafik erkennen. Die Folge bewegt sich immer mehr zu der Zahl 2018 hin, wenn n größer wird. Dass die Folge an gegen 2018 konvergiert, hätten wir jedoch auch intuitiv feststellen können. So ist für sehr große n das Ergebnis von 3 plus 1009n sehr nahe dem Ergebnis von 1009n. Und von 5 plus 0,5n ist das Ergebnis sehr nahe von dem von 0,5n. Das heißt, für große n spielen das plus 3 und das plus 5 eine sehr geringe Rolle. Damit ist dann für sehr große n die Folge an auch ungefähr 1009n durch 0,5n und dies ist ja 2018. Sehr wichtig ist hierbei, dass diese Argumentation nicht die Bedingungen eines formalen Beweises erfüllen. Sie sollen uns rein als Hilfsmittel dienen. Kommen wir jetzt aber dazu, die nötigen Beweisschritte herauszufinden. Wir starten mit dem Ausdruck an minus a im Betrag ist kleiner Epsilon und wollen diesen vereinfachen. Von dem Grenzwert a wissen wir, dass er 2018 sein soll. Und so erhalten wir 3 plus 1009n durch 5 plus 0,5n minus 2018 im Betrag. Jetzt können wir 2018
mit 5 plus 0,5n geteilt durch 5 plus 0,5n erweitern, um die Zahlen auf einen Bruch zu schreiben. 5 mal 2018 ist 10.090, 5 mal 2018 mal 0,5n sind 1009n und 1009n minus 1009n ist ja 0. 3 minus 10.090 ist minus 10.087 und im Nenner verändert sich nichts. Deswegen erhalten wir dann Betrag von minus 10.087 durch 5 plus 0,5n. Da n ja nur natürliche Werte annimmt, ist der Betrag von minus 10.087 durch 5 plus 0,5n gleich 10.087 durch 5 plus 0,5n. Und dieser Ausdruck soll ab einer natürlichen Zahl n kleiner als jedes beliebige Epsilon sein. Die Idee ist nun, durch Äquivalenzumformungen diesen Ausdruck so umzuformen, dass wir eine Bedingung für n erhalten. Also n ist größer als ein durch die Äquivalenzumformungen bestimmter Ausdruck, denn durch die Äquivalenz folgt dann auch, dass 10.087 durch 5 plus 0,5n, was ja Betrag von an minus a entspricht, kleiner als Epsilon ist. Und jetzt versuchen wir, diese Umformungen durchzuführen, um n zu isolieren. Wir nehmen zuerst alles mal 5 plus 0,5n und erhalten 10.087 ist kleiner als 5 Epsilon plus 0,5n Epsilon. Jetzt können wir minus 5 Epsilon abziehen und anschließend alles mal 2 nehmen und durch Epsilon teilen. Wir erhalten dann 2 mal 10.087, also 20.174 geteilt durch Epsilon, minus 5 mal 2 Epsilon durch Epsilon, also minus 10. Und dies soll kleiner wie n sein. Und wenn nun n größer wie 20.174 durch Epsilon minus 10 ist, wissen wir also aufgrund der Äquivalenz, dass an minus a kleiner Epsilon ist. Die Folge also konvergiert. Soweit, so gut. Nun stellt sich eine Frage. Existiert überhaupt eine natürliche Zahl n, die größer als 20.174 durch Epsilon minus 10 ist? Und wenn ja, wie können wir dies begründen? Eine Antwort hierauf gibt uns das archimedische Axiom. So finden wir nach diesem für jede positive reelle Zahl x eine natürliche Zahl n, sodass x maximal so groß ist wie n. Wir können hier dieses x als 20.174 durch Epsilon minus 10 wählen. Dieses ist ja für jede beliebige Epsilon größer 0 eine reelle Zahl. Und nach dem archimedischen Axiom folgt nun, dass für jedes Epsilon auch ein Groß n existiert, das größer als dieser Ausdruck ist. Und so wählen wir, n ist größer als 20.174 durch Epsilon minus 10. Wenn wir nun n größer diesem gewählten Groß n nehmen, gilt an minus 2018 im Betrag ist ja, wie wir vorher festgestellt haben, 10.087 durch 5 plus 0,5n. Und dieser Ausdruck ist aufgrund der vorher gezeigten Äquivalenz und da klein n größer als das Groß n ist, kleiner als Epsilon. Nun haben wir den Beweis für uns formuliert und schlussendlich schreiben wir ihn formal auf. Wir wählen ein beliebiges Epsilon größer 0. Dieses darf einen beliebigen Wert annehmen. Nach dem archimedischen Axiom gibt es für jedes Epsilon größer 0 eine natürliche Zahl n, die größer als 20.174 durch Epsilon minus 10 ist. An dieser Stelle sieht man, dass es wichtig ist, Beweisschritte vorher gemacht zu haben. Wenn man diesen Beweis nur läse, würde man sich wahrscheinlich über die Wahl von Groß n wundern.
Nun wählen wir ein klein n mit beliebigem Wert größer gleich der natürlichen Zahl groß n. Schließlich formen wir Betrag von a n minus a nochmal bis zum Ausdruck 10.087 durch 5 plus 0,5n um. Da 10.087 durch 5 plus 0,5n genau dann kleiner Epsilon ist, wenn n größer als 20.174 durch Epsilon minus 10 ist, und wir haben ja n dementsprechend gewählt, gilt, dass 10.087 durch 5 plus 0,5n kleiner ist als Epsilon, und wir haben insgesamt die Konvergenz der Folge an gegen 2018 gezeigt.